das Dokument, das hat der Regierungspräsident unterschrieben, aber das Begleitschreiben dazu, was ich vorher dann bekommen hatte, aus dem Regierungspräsidium. 1, 2, 3, Test ist kommen. Und der Sprache. Der Test klingt jetzt aber, ey, wer ist wieso? Ja, ja, das ist der Deutsche Bundestag. Hier sind auch noch viele Faxgeräte. Ja, herzlich willkommen. Ein Thema, zwei Fragen. Lieber Dennis Yücel, herzlichen Dank, dass Sie meiner Einladung in diesen Podcast gefolgt sind. Ich gestehe, es war nicht so einfach, Sie zu gewinnen. Wir haben ein paar Mal hin und her geschrieben, zuletzt bei Twitter. Und deshalb weiß ich sehr zu schätzen, dass Sie heute der Einladung gefolgt sind und da auch noch große Reisen und Anstrengungen auf sich genommen haben, weil Sie bis gerade in meiner Heimat Nordrhein-Westfalen waren. Ja, nicht ganz bis gerade, aber ich habe die letzten Tage dort verbracht, in Essen und Mülheim auf Recherche, aus traurigem Anlass, aber natürlich dem Polizeiskandal, den Vorgängen bei der Polizei, vor allem in Mülheim. Darum dreht sich ja diese Geschichte mit den Chats, aber das ist auch nicht das Einzige, was es da drumherum gab. Und meine Frage war auch, und der habe ich versucht, ein bisschen näher zu kommen, wie konnte das passieren, dass das niemandem aufgefallen ist? Und was gibt es sonst vielleicht auch für Probleme mit der Polizei? Wie reagieren Menschen da? Und was gibt es vielleicht auch für Lösungen aus dieser Situation heraus? Und zusammenfassend habe ich den Eindruck, dass das einerseits gerade in Essen, es hat auch eine spezielle Konstellation gibt, einerseits sehr viele Beschwerden gibt über die Polizei, gerade in den letzten Jahren, im Zusammenhang gerade auch mit illegitimer Gewaltanwendung und mit Rassismus. Es gibt, und das fand ich dann aber auch wieder hoffnungsvoll, es gibt aber auch, gerade in den letzten Monaten, gibt es aber auch Dialoge zwischen der Polizei, der Kommunalpolitik, Vertretern der Zivilgesellschaft. Also es ist nicht, es ist eine merkwürdige Mischung aus einerseits wirklich eine sehr raue, eine sehr angespannte Situation und auf der anderen Seite aber auch eine Bereitschaft, auch zumindest miteinander zu reden. Und vielleicht führt in Essen ja diese Geschichte auch dazu, vielleicht erwächst daraus ja auch eine Chance. Das ist ja auch immer auch eine sehr liberale Idee, glaube ich, aus der Krise auch eine Chance zu sehen. Aber dazu, das hat natürlich auch Voraussetzungen. Also dafür muss auch, darf es halt auch nicht, jetzt klinge ich auch schon wie ein Politiker, aber dafür darf es halt auch kein Lippenbekenntnis bleiben, dass diese Vorgänge besser aufgeklärt werden, um es mal konkreter zu sagen, als die Sache mit dem NSU, wo ja die Politik, vor allem voran die hessische Landespolitik, aber nicht nur sie, meines Erachtens versagt hat. Mhm. Und da wirklich die Möglichkeit, Vertrauen, das man da verloren hatte, das man hätte zurückgewinnen können, das wurde dann nochmal verspielt. Und das ist wirklich eine sehr, sehr, eigentlich eine Schande für dieses Land. Und das ist natürlich eine andere Nummer. Morde sind was anderes als irgendwelche hässlichen Inhalte oder auch strafbaren Inhalte, aber das ist in Chats. Aber trotzdem ist das vielleicht, gibt es, wie gesagt, vielleicht kann sich daraus auch eine Chance erwachsen, dass sich Dinge dann auch zum Besseren wenden. Sie haben jetzt da vertieft draufgeschaut im Zuge Ihrer Recherche. Und das Thema beschäftigt uns ja hier in der Bundespolitik auch schon etwas längere Zeit. Horst Seehofer, der keine Studie auf den Weg bringen will, um mal zu untersuchen, wie es eigentlich mit Rassismus, Alltagsrassismus in der Polizei gestellt ist. Was ist Ihr Eindruck? Sie haben jetzt ja auch viele Gespräche geführt mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Ist das ein Problem von wenigen? Ist das ein strukturelles Problem? Was ist Ihr Gefühl? Ach, kann ich nicht sagen. Und vor allem geht es ja gar nicht sozusagen qualitative Eindrücke. Die kann ja jeder kennt ja Polizisten und kann dann auch sagen, das ist ein Demokrat und der ist total bestürzt. Oder der und der, habe ich auch schon erlebt, kennt man ja auch im Alltag, der tickt so und so. Aber es gibt bei einer quantitativen Untersuchung, nicht nur bei einer qualitativen, ging es ja genau darum, herauszufinden, wie groß ist das sind oder wie verbreitet sind rassistische, antisemitische, rechtsextreme Ansichten oder Vorstufen davon. Und genau das ist ja etwas, was wir alle nicht wissen, weil mit Erfahrung, auch mit subjektiven Erfahrungen, die hat jeder gemacht und zwar auch in ganz verschiedenen Richtungen. Und dann kommt man in Gesprächen, prallt sowas auch aufeinander. Und
Aber die große Frage, was wir halt nicht wissen, ist tatsächlich die Frage, wie verbreitet ist das? Und ich habe jetzt auch mit Polizisten, mit Kriminalbeamten, einer sagte mir, der als auch der örtliche Vertreter des Bundesdeutschen Kriminalbeamter in Essen war, Markus Bergmann, und der als Gewerkschafter natürlich auch freier auch reden konnte, und der mir gesagt hat, naja, er versteht das nicht, weil so arbeiten wir Kriminalbeamte doch auch. Ja? Wenn wir mit einem Kriminalfall konfrontiert sind, was machen wir? Wir untersuchen das, wir versuchen etwas zu verifizieren, was ist da dran oder wer hat eine Straftat begangen. Das untersuchen und am Ende zu Ergebnis kommen. Und er sagt, er versteht das nicht, diese Verweigerung versteht er nicht, ich kann er nicht nachvollziehen. Und er hat natürlich die Hoffnung, sagt er natürlich auch, er hat natürlich die Hoffnung, dass dabei herauskommt, dass es keinen nennenswerten Umfang an latenten oder gar manifesten Rassismus bei der Polizei gibt. Aber wenn eine solche Studie zu diesem Ergebnis kommen sollte, dann müssen wir das auch wissen, muss die Polizei das wissen, muss die Gesellschaft das wissen, muss die Politik das wissen, um daraus auch entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Ja. Und ich finde das auch ich finde auch nicht, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich finde dieses Argument, dahinter steckt ja eine Pauschale oder ein Generalverdacht gegen die Polizei, ich finde das an dem Punkt wirklich... Gerade umgekehrt, würde ich sagen. Es ist genau umgekehrt. Es wäre, und dann aber auch auf einer Erfahrung basierend, zu sagen, okay, wenn das Ergebnis kommt, okay, ich vermute mal, null wird das nicht sein. In der Gesellschaft ist es nicht null. In der Gesellschaft ist es nicht null. Und es gibt bei der Polizei Indizien dafür, dass die Polizei halt auch kein Abbild der Gesellschaft ist, sondern ein gewisses Abbild auf eine gewisse Weise, aber nicht 1:1. Das ist die Universität auf der anderen Seite ja auch nicht. Um es mal runterzubrechen, unter Universitätsprofessoren ist der Anteil der Wähler der Grünen noch höher als im Bundesdurchschnitt. Und ich glaube, bei der Polizei ist der Anteil Wählern anderer Parteien höher. Also das ist ja auch in gewissem Maße, liegt das an der Natur der Sache, aber ich fürchte, dass da null wird das nicht sein, aber das einfach so... Eine Sekunde, was immer da jetzt gerade passiert. Eine Durchsage. Ja, das, keine Ahnung, das kommt normalerweise an Sitzungstagen. Ein Rätsel. Hat jemand mal die Anlage getestet? Nein, null wird besser als der Test neulich. Ja, besser als der Warntest. Natürlich, der Anteil ist nicht null. Das glaube ich auch nicht. Und ich gestehe, dass ich mitunter das Gefühl hatte, dass der Anteil der Wählerinnen und Wähler aus der Polizei bei der AfD überdurchschnittlich hoch sein könnte, zumindest in bestimmten Teilen auch Deutschlands. Und auch wahrscheinlich auch in bestimmten Teilen der Polizei auch eher. Ja, und auch in bestimmten Teilen der Polizei. Und da muss man untersuchen, wo kommt das her, und muss Aufklärungsarbeit leisten. Und das intensive Gespräch suchen. Ich glaube, das Schlimmste, was man tun kann, ist, nicht Transparenz herzustellen. Das Schlimmste, was man tun kann, ist nicht drüber sprechen. Und ich glaube, man muss auch dann mit denjenigen, Sie sagten eben Vorstufe, die so eine Vorstufe haben, weil sie sich fremd fühlen im Einsatz, weil sie vielleicht in bestimmten Stadtteilen tätig sind, wo es eine kulturelle Differenz gibt, mit denen in besonderer Weise zu sprechen. Und mein letzter Punkt, ich glaube, dass wir weiter daran arbeiten müssen, dass die Polizei so vielfältig ist wie unsere Gesellschaft, sprich, dass wir auch Menschen mit einer Migrationsgeschichte für den Polizeiberuf gewinnen. Ja, das stimmt, aber eine Garantie, dass dann damit Rassismus oder Rechtsextremismus ausgeschlossen ist, hat man damit auch nicht. Also ich bin ja auch, das haben wir in den 90er Jahren auch immer gefordert, dass so wie die Fußballnationalmannschaft auch die Polizei sich öffnen muss, aber unter meinen Landsleuten und in den Deutschtürken in Deutschland ist der Anteil der Erdogan-Anhänger und auch der fanatischen Erdogan-Anhänger noch höher als in der Türkei. Das ist Rassismus ist ja auch nichts, das ist ja nichts, was irgendeine Nation dieser Welt für sich alleine gepachtet hätte. Also das ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber eine Garantie ist es nicht. Und auch bei dieser Chatgruppe waren auch Beamte beteiligt mit Migrationshintergrund. Das hat ja auch Innenminister Reul auch gesagt. Ich weiß jetzt auch, dass die nicht zu diesen... Und man unterscheidet ja jetzt im Moment die Ermittler zwischen denjenigen, die da wirklich strafbare Inhalte oder potenziell strafbare Inhalte gepostet haben und gegen die jetzt auch strafrechtlich ermittelt wird, und den anderen, die als passive
genannt werden. Ich weiß jetzt, dass es die, die Beamten mit Migrationshintergrund nicht, gegen die nicht strafrechtlich ermittelt wird, aber eine Garantie ist das nicht. Und bei diesen Chatgruppen, ich glaube, dass vielleicht dieses, den Satz noch, was im Moment leider, also was noch nicht ganz klar ist und mir auch nicht ganz klar ist, was für ein Charakter es sich bei diesen Chatgruppen handelte. Ich habe den Eindruck, dass es etwas anderes ist als diese Nordkreuz-Geschichte zum Beispiel, wo Beamte aus der Polizei, aus der Bundeswehrsoldaten und andere sich wirklich mit einem vorsätzlichen, Sie kennen die Geschichte, mit rechtsextremer Gesinnung nicht nur zusammengeschlossen haben, um sich da irgendeinen Scheiß zuzuschicken, sondern die auch dann dazu übergegangen sind, Feindeslisten anzulegen, Waffen und Munition zu entwenden. Also was, wo ja auch nicht umsonst die Generalbundesanwaltschaft unter Terrorverdacht ermittelt oder auch was anderes als diese Geschichte aus Frankfurt und womöglich auch aus Wiesbaden, Daten abgefragt, diese Drohbriefe mit NSU 2.0, wo meines Erachtens auch die Generalbundesanwaltschaft einschreiten müsste. Weil das bei allem, wenn es um bewaffnete Einheiten dieses Staates geht, die auch das Gewaltmonopol ausüben, muss, glaube ich, bei dem Geringsten, was irgendwie nach Terrorismus, nach terroristischer Vereinigung aussieht, muss glaube ich, die Generalbundesanwaltschaft viel, viel früher reingehen, weil diese Leute haben die entsprechende Ausbildung und die haben die Möglichkeiten, an Waffen zu kommen. Und vom Schaden vom Rechtsstaat will ich gar nicht reden. Ich habe den Eindruck, dass diese Nummer in Essen und Mühlheim nicht in so eine Richtung geht, aber was es genauer war, ob die dort auch irgendwelche dienstlichen Sachen ausgetauscht haben und deswegen dann auch Menschen passiv diesen Gruppen angehörten oder ob es schon, also zu welchem Zweck wurde das eigentlich gegründet, das weiß die Öffentlichkeit nicht und an dem Punkt bin ich da auch nicht weitergekommen, aber ich hoffe, dass die Ermittlungen das zutage fördern werden. Hoffe ich auch und bei der Generalbundesanwalt bin ich auch Ihrer Meinung bei der Generalbundesanwaltschaft. Ich würde gerne einen Gedanken, bevor wir dann zu dem eigentlichen Anlass unseres Gesprächs kommen, einen Gedanken, den Sie gerade geäußert haben, nochmal, wo ich schon die Gelegenheit habe, ansprechen. Sie sprachen von den in Deutschland lebenden Menschen, stammend aus der Türkei, die besonders hinter Erdogan stehen. Und da ist meine Frage, das ist jetzt keine geprüfte Untersuchung, sondern einfach nur so meine laienhafte psychologische Deutung, hängt das nicht vielleicht auch mit einem gewissen Alltagsrassismus in Deutschland zusammen, dass diese Menschen, ich denke jetzt an Mitschüler zu meiner Schulzeit, die vermittelt bekommen haben, ach, du kommst aus der Türkei und so weiter und so fort. Und ne, dass da ein Gefühl das spielt eine Rolle. Ich glaube aber nicht, dass das Selbstbewusstsein gebracht hat. Natürlich, das spielt eine Rolle, aber ich glaube auch nicht, dass es die einzige Erklärung ist, weil in Deutschland zum Beispiel, das darf man auch nicht vergessen, welchen Anteil, in Deutschland, dessen Wähleranteil in der Türkei auch über dem türkischen Durchschnitt liegt, das ist die HDP. Die viel von kurdischen Menschen gewählt wird, von vielen Aleviten, von Linken. Ich glaube, vielleicht sogar auch der ein oder andere Liberale in der Türkei aus Ermangelung einer Partei mit Aussichten wählt. Auch das ist sozusagen eine Partei, die von kurdisch, sozialistisch, liberal mit verschiedenen Schattierungen die HDP und die auch die Wählerinnen und Wähler der HDP, die in Deutschland leben, ich glaube, von denen haben viele auch ganz ähnliche Erfahrungen gemacht und trotzdem wählen sie dann nicht Erdogan. Mhm. Und die darf man auch nicht vergessen, dass in Deutschland ist, sind das halt auch nur, es ist über dem Schnitt in der Türkei, aber es sind halt auch nur diejenigen, es sind zum einen gehen nicht alle wählen, es hat auch nicht mehr jeder die türkische Staatsbürgerschaft und kann deswegen auch gar nicht wählen. Und unter denjenigen, die wählen gehen, liegt die AKP in Deutschland, lag sie zuletzt, wenn ich die Zahlen richtig in Erinnerung habe, bei um die 65%. Das ist höher als die 51, also AKP und ihr Bündnispartner zusammen jeweils, das ist höher als in der Türkei. Aber es ist auch in anderen Ländern ähnlich. Also in den Niederlanden, das ist die absolute Hochburg der AKP, da liegt sie regelmäßig über 70. Österreich ist vor Deutschland und dann kommt Deutschland. Ja. Mit den anderen Ländern, in der Schweiz oder in Schweden zum Beispiel, liegt die HDP bei 50%. Und auch in Großbritannien, Erklärung? Also das hat vor allem mit der Soziologie der Einwanderung zu tun.
Die Schweiz hat nicht wie Deutschland oder die Niederlande oder Österreich Gastarbeiter aufgenommen. Jedenfalls nicht in, auf die Weise, sondern welche aufgenommen und dann wieder zurückgeschickt. Mhm. Die meisten Menschen aus der Türkei, oder die in der Türkei, die in der Schweiz leben, kamen als politische Flüchtlinge. Denn? Nach dem Militärputsch 1980, dann in den 90ern viele kurdische Menschen. Das ist in Schweden auch in Schweden ähnlich. Das ist so eine Hochburg der politischen Diaspora der Kurden, ist Schweden. Mhm. Großbritannien ähnlich, keine Gastarbeiter, mhm. sondern eher Menschen, die aus politischen Gründen kamen. Mhm. Und in den Ländern, in den klassischen, also in den Gastarbeiteraufnahmeländern, setzt sich diese, sozusagen diese, die Soziologie der Migration fort, weil die Milieus, aus denen die meisten Gastarbeiter kamen, soziokulturellen Milieus, die wählen heute in der Türkei ja auch Erdogan. Das ist so, das entspricht sich, das die, und das ist die Erklärung, aber dafür, aber dann ist sozusagen der politische Punkt, ist, wie es eigentlich sein kann, dass 60 Jahre nach der Einwanderung diese Soziologie aus der Türkei 60 Jahre lang über drei Generationen hinweg, jetzt bald vierte Generation, sich auf so eine Weise fortsetzen kann. Ja, das sagt doch etwas aus über Integration bei uns oder eben nicht. Ja. Aber ich finde es auch falsch, das allein darauf zu schieben, mhm. weil, wie gesagt, das macht nicht auch andere Menschen mit Rassismuserfahrung. Und wer zumindest in meiner Generation irgendwo in Deutschland aufgewachsen ist, also der eine oder andere, ich will nicht sagen, dass ich in diesem Land wirklich ständig ausgegrenzt wurde oder so, dann, das ist nicht meine mhm. Erfahrung, aber Erfahrung mit Rassismus, die habe ich auch gemacht, die hat es, glaube ich, so die kann ja, absolut. Ziemlich jeder, zumindest der in den meine Generation, ich bin Anfang der 70er Jahre in Deutschland geboren als Gastarbeiterkind, aber das ist noch lange kein Grund, einen nationalistischen und auch glaube, da stimmen wir sofort. Und das machen ja auch nicht alle. Aber dennoch fände ich es etwas wohlfeil. Man schaut darauf, die wählen zum Beispiel Erdogan, also Problem da. Ich finde es immer auch eine Frage der Selbstprüfung einer Gesellschaft. Ich habe zum Beispiel neulich einen guten Bekannten getroffen, der erzählte mir, oder ich muss vorher noch sagen, der trägt einen Doppelnamen, denn ein Elternteil persisch, ein Elternteil deutsch und hat einen deutsch-persischen Doppelnamen. Arbeitet als Rechtsanwalt, verdient ordentlich hier in Berlin. Und der sagt, wenn er sich um eine neue Wohnung, in Anführungsstrichen bewirbt als Mietinteressent, bekommt er, wenn er den persischen Namen nimmt, auf 10 Anfragen vielleicht eine Rückmeldung. Mhm. Wenn er den deutschen Nachnamen nimmt, alle. Und das ist im Jahr 2020 schon ein bedrückender Befund. Das stimmt. Und ich finde auch, Deutschland hat sich auch geändert, zumindest was uns anbetrifft. Wir sind ja inzwischen, als wir kamen, als die italienischen Gastarbeiter kamen, wurden in Deutschland die Aussiedler und Ostdeutschland und den vormaligen Ostgebieten aufgewertet. Was hat Ihre Familie Mathis, meine Großeltern gehörten auch zu den, Zitat, sogenannten Polacken, die nämlich dann nach dem Zweiten 45. Weltkrieg vertrieben worden sind und dann ins Rheinland kamen. Und da haben die Menschen, die schon da waren, gesagt, das sind die Polacken, die kommen. Natürlich. Und das ist so etwas, was in Deutschland auch so, glaube ich, kaum, bei Herbert Münkler kann man das, war das Herbert Münkler? Oder verwechsel ich gerade den Namen? Nee, ich habe falsche Historiker. Das ist der Freiburger Historiker, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber groß ist, ich glaube, das ist so das Standardwerk über die Geschichte der Einwanderung in Deutschland. Das ist nicht Münkler, das ist der Freiburger, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber der das wirklich sehr nachvollziehbar und anschaulich auch erzählt, wie das in Deutschland, im Westdeutschland natürlich auch in der Situation nach dem Krieg, wo man jetzt auch keine Lust hatte, und so weiter, 6 Millionen Menschen aufzunehmen, aber die damalige deutsche Gesellschaft, alle, die gesamte Zivilgesellschaft, die Gewerkschaften, die Arbeitnehmer, alle Parteien, Medien, alle gesagt haben, selbstverständlich gehören die zu uns, und es hat niemand irgendwie einen Raum gegeben, nirgendwo irgendwie auch nur den kleinsten. Aber im Alltag gab es eben die Probleme. Im Alltag gab es natürlich. Das änderte sich dann natürlich zuerst mit dem Wohlstandsanstieg. Es änderte sich aber auch dadurch, dass die nächste Generation kam. Ja. Ja, also die nächsten Einwanderer kamen, erst die Italiener, Spanier, die Griechen, andere, die dann plötzlich, auf die man dann gemeinsam runterblicken konnte und die Scheißjobs dann übernommen haben. Dann kamen die Türken. Die Türken sind inzwischen, vor allem die Gastarbeiter-Türken, die sind hier ein großer Teil, sind natürlich nicht alle, aber auch als ich jetzt auch bei meiner Recherche, ich komme in die CDU rein und der Referent dort ist, heißt Hassan und hat denselben, einen ähnlichen Background wie ich. Und egal, wo man hinkommt, das ist in Westdeutschland heute was völlig anderes. Aber
Ähnliche Mechanismen laufen heute immer noch ab. Und ich glaube, weniger bei uns. Und da finde ich es auch manchmal auch unlauter teilweise von Kollegen von mir, die einen ähnlichen Background haben, die dann sozusagen so zu tun, als ob sie selber hier so super diskriminiert und ausgegrenzt werden, was sie aber eigentlich nicht sind. Das heißt aber nicht, dass andere Menschen das heute nicht passiert. Und ich glaube, gerade diese Sachen, worüber wir anfangs gesprochen haben, die Sachen in Essen, das große Thema in Essen, auch für die Polizei Essen, diese sogenannte Clan-Kriminalität, die in Essen, gerade in, also die in den letzten, das sind die Malhami, ich kenne die Geschichte, wenn ich die Menschen aus dem Libanon, also ursprünglich aus der Türkei stammt, von denen viele in den Libanon dann gingen in den 20er, 30er Jahren und dann im Zuge des libanesischen Bürgerkriegs nach Deutschland kamen, wo es auch unklar ist, sind das jetzt eigentlich ursprünglich Kurden oder Araber oder Arabier. Heute staatenlos sind. Nein, die sind staatenlos. Und da sagte mal ein Vertreter von ihnen, so ein Community-Arbeiter sozusagen, auch Stadtrat der Grünen in Essen, Ahmed Omarat, mit dem ich dort auch sprach, der meinte, wir waren eigentlich hier auf einem guten Weg. Trotz dieser anfänglichen Probleme, aber meine Leute auch im Libanon, die waren nicht bei keinen extremistischen Parteien dabei, weder bei den Arabern noch bei den Kurden und so. Das hätte eigentlich eine gute, und dort auch ja auch nicht so beheimatet. Das hätte eigentlich eine gute Integrationsgeschichte werden können. Und dann begann vor 20 Jahren diese Geschichte mit den sogenannten Scheinlibanesen, dass Leute Aufenthaltstitel, die sie hatten, dann plötzlich auch entzogen wurden. Die kamen danach, nachdem sie schon teilweise 10, 15 Jahre in Deutschland lebten, kamen die dann in ungesicherte Verhältnisse. Und jetzt hat man dieses dauernde Gerede von Familienclans. Und Ahmed Omarat sagte mir auch, das ist natürlich bei jungen Leuten, wir haben in Essen hier viele auch, nicht nur vor dem ethnischen Hintergrund, sondern auch andere schwierige soziale Umstände, Bildungsprobleme, Armut, Perspektivlosigkeit. Und für solche jungen Leute, und wenn die ständig hören Clan, dann nehmen die das als Identitätsangebot. Ja, klar. Die finden das dann geil. Und die finden das geil. Aber diese Erfahrung, die Gastarbeiter vor 20, 30 Jahren gemacht haben oder noch länger, die machen heute andere Menschen in diesem Land. Und deswegen ist es Herrn Reul, ich finde es interessant, weil auf der einen Seite hat man ihm das richtig angemerkt, seine Überraschung, aber über diese Vorgänge in der Polizei Nordrhein-Westfalen. Aber diese Überraschung wiederum, die finde ich überraschend, weil ich glaube, dass dieses Gerede, das gerade von Herrn Reul in Nordrhein-Westfalen seit ein paar Jahren, seit der Innenminister ist, sozusagen zum politischen Programm gemacht wurde, wir bekämpfen die Familienclans, dass das auch mit Polizisten auch was anstellt. Und dass der ein oder andere Polizist, der da vielleicht auch hier dran beteiligt war, kenne ich die Einzelfälle nicht, aber nur sozusagen von der Logik her, der ohnehin vielleicht eine bestimmte Richtung denkt, auch negative Erfahrungen mit solchen Menschen macht, aber sich dann auch von der Politik bestärkt fühlt und dann vielleicht den nächsten Schritt von der Bekämpfung der Clan-Kriminellen dann zumindest gedanklich dann noch eine weitere Radikalisierung vornimmt. Ich glaube, das ist naheliegend. Und so gesehen gehört für mich zur Aufklärung dieser Geschichte gehört natürlich auch die politische Verantwortlichkeit. Und ich meine, dass da auch, dass da gerade der nordrhein-westfälische Innenminister einen Anteil gerade in Essen dazu trägt. Ja, und wenn ich einen Gedanken aufnehmen darf und weiter spinnen darf, man muss natürlich Menschen auch eine Perspektive geben. Wenn die Perspektive ist, ich bin staatenlos und habe keine Chance auf Einbürgerung in Deutschland, auf einen Pass, ich habe keine Chance, etwas mir aufzubauen durch Arbeit, ich meine, was ist dann die Alternative für die Menschen? Ich bin generell der Meinung, wir müssen in unserem Einwanderungsland Deutschland uns an den erfolgreichen Ländern orientieren, die Einwanderung gekonnt haben. Das heißt für mich, ich bin der Meinung, wir brauchen doppelte Staatsangehörigkeit in der ersten Generation. Also sonst muss man ja aufgeben, wenn man deutscher Staatsangehöriger werden will. Ich finde, in der ersten Generation sollte man auch zwei haben, meinetwegen in der zweiten und so weiter auch, als positives Integrationsangebot. Wir fragen nicht nach deiner Herkunft, sondern wenn du dich uns zugehörig fühlst, der Pass ist für dich möglich. Und im Grunde schon während auch des Asylverfahrens bei Flüchtlingen sofort Arbeitserlaubnis, ab dem ersten Tag. Natürlich, das finde ich. Und ich finde auch mit dieser doppelten Staatsangehörigkeit oder ist es nicht nur diese doppelte Staatsangehörigkeit. Wissen Sie, wann in Deutschland die Einbürgerung in Deutschland am leichtesten war? Ich würde sagen, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, weil damals mein polnischer Urgroßvater... Ach, zu Beginn, okay, Entschuldigung. Ja, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der ist von jetzt auf gleich, ist der, wie man damals sagte, eingedeutscht worden.
Okay, dann in der Bundesrepublik am einfachsten. Oh, gute Frage. Wenn Sie so fragen, dann ist es überraschend. Dann würde ich sagen, das zu Konrad Adenauer. Das ist sogar, ja? Nein, nicht Konrad Adenauer. Das ist etwas, was kaum jemand weiß. Ich wundere mich jetzt auch nicht, dass Sie das auch nicht wissen, obwohl es in eine Zeit fällt, in der Ihre Partei Regierungsverantwortung trug. Ja, dann war es 1980. Das, nee, 1991 bis 2000. Okay. Exakt in der Zeit, weil, wenn Sie das jetzt interessant finden, wir können jetzt auch darüber, an dem Punkt auch weiterreden, wenn Sie jetzt Ihr Fragenkatalog, wenn das jetzt... Es ist ein offenes Gespräch. Und das war die Sache damals, dass in den 80er Jahren war das ein großes Thema, das kommunale Wahlrecht für Ausländer, was eine politische Forderung war, auch von Einwanderern, von den Grünen, und dann wurde das eingeführt in Schleswig-Holstein und Hamburg. Die Baden-Württemberg und Bayern und die CDU-CSU-Bundestagsfraktion haben dagegen geklagt. Verfassungsklage, ich glaube, das ist ein Normkontrollverfahren. Und haben diese Klage auch gewonnen, aber es wurde ein kleines Eigentor auch für die CDU, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, naja, der Gedanke in Hamburg und Schleswig-Holstein in den Bundesländern, dass es ein Problem ist für eine Demokratie, wenn Wahlbevölkerung und Staats- und Wohnbevölkerung auseinanderklaffen, dass das für die Demokratie ein Problem ist, das ist ja richtig. Der richtige Weg dazu ist aber nicht die Änderung des Wahlrechts, sondern des Staatsbürgerschaftsrechts. Deswegen haben sie dieser Klage Recht gegeben, das kommunale Wahlrecht für Ausländer, damals gab es noch das galt auch für EU-Bürger, das wurde erst viel später geändert, das wurde einkassiert, aber verbunden war das mit dem Auftrag des Bundesverfassungsgerichts an den Gesetzgeber, die Einbürgerung zu erleichtern, weil bis dahin gab es keinerlei Anspruch darauf. Sie hatten es war reine Ermessenssache, es gab Einbürgerungsrichtlinien, weil sie 1981 gesagt haben, in den Einbürgerungsrichtlinien aus dem Jahr 1978, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, steht, damals sozialliberale Koalition, die Bundesrepublik hat kein Interesse daran, die Zahl der deutschen Bürger künstlich zu erhöhen. So hat man das gesehen. Das war eine reine Ermessenssache. Und 1991 wurde erstmals ein Anspruch eingeführt. Aber das war natürlich in der Zeit, das hat die Kohl-Regierung, die musste das machen, unter Innenminister Wolfgang Schäuble. Die haben das eingeführt. Schwarz-Gelb, aber das war öffentlich auch kein großes Thema. Aber dann 2000 war es dann beendet? 2000 passierte dann was anderes. Die haben dann, das war kein großes Thema, weil damals auch deutsche Einheit, da waren ganz andere Themen. Dann in Sachen Integration, Rassismus ging es dann plötzlich dann hatten wir Hoyerswerda, Rostock, die Anschläge, die Pogrome. Das war damals, das hatte auch die politische Diskussion in der Zeit bestimmt. Aber bei den Einwanderern hat sich das, ich habe das von Anfang an mitbekommen, ich war auch noch schon als Abiturient politisch interessiert. Ich habe dann sofort den deutschen Pass beantragt und habe in Flörsheim am Main, meine Heimatgemeinde, war ich dann der Erste, der nachträglich eingebürgert wurde. Das war toll. Die Beamten dort waren auch, das haben die von sich aus gemacht, eine kleine Zeremonie organisiert, weil sie die Deutschwerdung eines Menschen, das kannten die gar nicht. Das haben die zum ersten Mal und haben, das war aber nett gemacht. Haben sie ein Grundgesetz überreicht bekommen. Ein Grundgesetz und Verfassung des Landes Hessen in einem Bändchen. Ist das schade, dass das nicht Schule gemacht hat? Eine Langspielplatte, musikalische Grüße aus Flörsheim. Ja. Mit dem Bürgermeister und Aufnahmen des örtlichen Akkordeonvereins und sowas. Und nicht die Einbürgerung, das ist das Dokument, das hat der Regierungspräsident unterschrieben, aber das Begleitschreiben dazu, was ich vorher dann bekommen hatte, aus dem Regierungspräsidium. 1, 2, 3, Test des Com und der Sprache. Der Test klingt jetzt aber eher sowieso... Ja, das ist der deutsche Bundestag. Ne? Hier sind auch noch viele Faxgeräte. Jedenfalls haben die dann... Das Begleitschreiben. Das Begleitschreiben, das war unterschrieben von einem Herrn Papadimitris. Und ich habe mich zwar damals auch schon gefragt, wie kommt Herr Papadimitris ins Regierungspräsidium Darmstadt? Das war 1992 oder so. Cool. Aber ich dachte ihm andererseits, geil, weißt du, wenn jetzt hier die Griechen die Türken einbürgern, dann Deutschland kaputt, ja. Das war nett gemeint. Aber was es damals nicht gab, es gab keinerlei Tests, keine Sprachtests, keine Wissenstests und auch diese Forderung, die bisherige Staatsbürgerschaft aufzugeben, die stand zwar im neuen Staatsbürgerschaftsrecht, aber es gab eine Gesetzeslücke. Weil das alte das Reichs- und Staatsbürgerschaftsgesetz aus dem Jahr 1912 und 1913 in Kraft getreten. Das war geschrieben in einer Zeit, wo Deutschland noch kurz davor, eine Generation vorher, noch Ausbürgerungsland war. Deswegen hat man im Hinblick auf die Deutschen, die ausgewandert waren, hat man damals 1912 in dieses Gesetz geschrieben, ein Deutscher, der im Ausland lebt und freiwillig und ohne die Zustimmung der deutschen Behörden eine andere Staatsbürgerschaft annimmt, hat seine deutsche Staatsbürgerschaft verwirkt.
Diese Bestimmung hat über all die Jahre, die Nazizeit, die Bundesrepublik, auch in dieses neue Gesetz, hat genau diese Bestimmung sich gerettet. Das Ergebnis war, dass viele Türken in Deutschland aus der türkischen Staatsbürgerschaft ausgetreten sind, die Deutsche angenommen haben und dann wieder die türkische angenommen haben. Das war nicht im Sinne des deutschen Gesetzgebers. Helmut Kohl hat, irgendwann haben die deutschen Behörden, die sind ja auch nicht doof, und die Bundesregierung, irgendwann haben die davon Wind bekommen. Helmut Kohl hat sich dann bei Mesut Yılmaz beschwert, aber es ist nichts passiert. Mhm. Das war, über diese Tür sind viele, also gerade die Türken, und dann gibt es natürlich auch noch Länder, das war damals so, das ist bis heute so, wo deren, es gibt sozusagen Ausnahmen, also wenn eine Einbürgerung mit unzumutbaren Härten verbunden ist, wenn das Heimatland sich weigert, jemanden nicht auszubürgern, das war bei mir der Fall, weil die Türkei junge Männer, die keinen Wehrdienst abgeleistet haben, nicht ausgebürgert hat. Deswegen wurde ich ganz offiziell als Mehrfachstaatsangehöriger angebürgert. Und es gibt auch Länder, die prinzipiell nicht ausbürgern, wo das rechtlich nicht möglich ist. Die werden sowieso mit der doppelten Staatsbürgerschaft versehen. Aber für die Türken war das die Hintertür. Und dann kam Rot-Grün mit diesem Gesetz, was auf der einen Seite viel positiv auch geändert hat für die Neugeborenen, ja, die dann sofort ohne irgendwelchen Aufwand erstmal die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen haben. Ich glaube, das hat den Diskurs in Deutschland über, ist Deutschland ein Einwanderungsland oder nicht, spätestens damit war diese Diskussion, die ja damals auch schon kontrafaktisch war. Da musst du Gastarbeiter vorher. Musst du auf die Straße gehen oder auf den Fußballplatz oder wo auch immer. Aber das war damals gegessen. Aber für diejenigen, für die Generation meiner Eltern, wurde diese Sprachtests und Sprachtests und Wissenstests wurden damals eingeführt, und diese Hintertür, nämlich die Formulierung, ein Deutscher, der im Ausland lebt, das waren ja Deutsche, die im Inland lebend eine andere Staatsbürgerschaft, das hat Rot-Grün auch geschlossen. Das ist etwas, das kaum jemand weiß, aber ich finde, das ist etwas, womit sich die CDU und sie quasi als damals als Regierungspartner auch durchaus auch brüsten können. Und man kann natürlich sagen, Sprachtest, Wissenstest, das kann man doch von einem deutschen Staatsbürger abverlangen. So kann man spielen, aber man kann die Spielregeln nicht nachträglich ändern. Und bei der Generation meiner Eltern, mein Vater wurde, wie viele, viele andere, wie hunderttausende andere auch, im deutschen Konsulat in Istanbul wurde ein Gesundheitscheck unterzogen. Ist der Mann gut genug, um hier gesund genug, um uns hier als Arbeitskraft zu nutzen? Und er kam, wie viele andere auch natürlich, im Glauben, ich arbeite hier ein paar Jahre und dann gehe ich wieder zurück in die Türkei. Also mein Vater ist vor 2 Jahren verstorben, hat auch immer gesagt, das ist so, es war unser Versäumnis, dass wir hier nicht richtig Deutsch gelernt haben. Aber letztlich war das so ein Missverständnis auf beiden Seiten, dass das nur vorübergehend ist. Aber er hat natürlich am Ende, wir haben ihn dann am Ende auch in Flössheim am Main beerdigt. Weil das dann auch seine Heimat war. Ja. Und der natürlich hier über Jahrzehnte hinweg Steuern bezahlt hat. Der einen deutschen Pass dann auch bekommen hat, in der Zeit, nämlich als das leicht möglich war. Und nach diesem rot-grünen Gesetz, nach dieser Gesetzesänderung, und was überall eingeführt wurde, hätte mein Vater danach, nach 2000, den deutschen Pass nicht mehr bekommen können. Und das finde ich gerade bei der Generation, wo es sozusagen dieses wechselseitige große Missverständnis gab, dass das nur vorübergehend sein sollte. Das Wort hier, Gastarbeiter ja schon enthalten richtig, war. Die hier aber jahrzehntelang gelebt haben, die hier Steuern gezahlt haben. Dass sie, und das ist ja der Anfang der Demokratie, des demokratischen Gedankens steht ja, dass ich zahle Steuern, also will ich mitreden, was mit diesen Steuern passiert. Das ist der Grundimpetus der Französischen Revolution gewesen. Und deswegen meine ich, dass man bei Menschen, gerade aus dieser Generation, dass es nicht fair ist, dann im Nachhinein zu sagen, du hast hier vielleicht 50 Jahre Steuern bezahlt, aber wenn du Deutscher werden willst, dann musst du hier aber auch wissen, wie der zweite deutsche Bundeskanzler hieß. Das ist nicht fair. Es ist schief gelaufen, es ist wechselseitig schief gelaufen, aber da finde ich, es ist eine Frage von Fairness und auch eine Sache von Dankbarkeit, da zu sagen, da verzichten wir darauf. Was anderes ist, wenn Menschen jetzt nach Deutschland kommen, dann zu sagen, okay, das finde ich legitim. Das sind die Regeln, das ist das, was wir dir bieten und das ist das, was wir von dir verlangen. Das ist okay. Deswegen würde ich das auch nicht für alle Zeiten, aber für die Generation, die hier jahrzehntelang Steuern gezahlt hat, die auf Grundlage auch dieses beidseitigen Missverständnisses hergekommen ist, aber der jahrzehntelang hier Steuern gezahlt hat, soll über sein Kreuz doch mitbestimmen können, was mit diesen Steuern passiert und was mit dem Deutsch, naja, das ist halt auf beiden Seiten drum gelaufen, aber das kann man im Nachhinein nicht mehr ändern. Und immerhin, dank so wie das in den 90er Jahren geregelt war,
Und was für viele, gerade auch für Ältere, das hat ja bei Ihnen auch zum Teil nicht nur emotionale Sachen, warum es an der alten Staatsbürgerschaft hängt, sondern auch, was passiert, wenn Sie soziale Versicherungsansprüche in Ihren Heimatländern haben oder dort Eigentum erworben haben, was passiert damit? Das spielt ja auch eine Rolle. Zumindest war es, weil es in den 90er Jahren so lax, sag ich mal, gehandhabt wurde. Aber was fair war, diese Laxheit, wo eigentlich vielleicht auch eine Unbedachte war, aber das hat zu einer fairen Behandlung geführt, selbst den beteiligten Politikern gar nicht. Aber das ist ja auch genau meine Meinung heute. Wer eingebürgert wird in der ersten Generation, soll auch seine alte Staatsangehörigkeit behalten können. Also, weil, wie Sie sagen, man hat noch Verbindungen dahin, Eigentum, Erbschaft, Sozialversicherungsansprüche und so weiter und so fort. Also diese Entscheidung, entweder oder, für welchen Pass, die hat doch auch nichts mit der Realität zu tun. Wir haben doch alle auch, sag mal, mehrfache Identitäten. Ich bin Europäer, ich bin Deutscher, ich komme aus dem Bergischen Land. So, das sind ja Mehrfachidentitäten. Das macht sich ja nicht fest an einer Staatsangehörigkeit, wie so manche immer darstellen wollen, insbesondere auf der konservativen Seite. Nein, und es hat natürlich auch dieses Festhalten an der Identität, an dem alten Pass. Bei einigen hat das auch was. Hat das auch was mit Nationalismus zu tun, aber das muss man auch sehen. Und gerade bei der älteren Generation, das sind nicht unsere Generation, aber ich glaube, die Generation unserer Eltern, die sind noch im Krieg geboren. Ja, und Menschen, die noch den Krieg mitbekommen haben. Etwas, was man von vielen hört, und zwar auch nicht nur von Nationalisten. Ja? Oder gerade aus der Generation, früher auch öfter gehört hat, das ist Deutschland. Ja? Auschwitz ist denen natürlich auch ein Begriff. Klar. Und dieses Gefühl, also dieses Irrationale, aber halt auch nicht unbegründete. Es ist ein Gefühl, es ist kein Argument. Aber was ich in Deutschland, Anfang der 90er Jahre, wir sprachen gerade von der Pogromwelle damals, das war damals bei vielen Leuten in aller Munde, den Pass sozusagen, wenn das hier wieder in Richtung Faschismus oder so umkippt, dann ist unser alter Pass, bedeutet unsere Lebensrettung. Mhm. Ja. Mhm. Weil den jüdischen Deutschen, die wurden, bevor sie vernichtet wurden, hat man denen die Pässe entzogen. Das waren die jüdischen Deutschen, die in Auschwitz und im Holocaust ermordet wurden. Das waren staatsrechtlich gesehen, waren das keine Deutschen. Die hat man vorher ausgebürgert. Sozusagen, ein Pass ist ja auch immer, die Staatsbürgerschaft ist ja immer das Recht darauf, Rechte zu haben. Ein Schutz. Das ist so etwas, was damals, ich glaube, in der älteren Generation, ich glaube, noch viel verbreiteter als heute. Aber auch heute ist das so ganz weg ist dieses Motiv bis immer noch nicht. Das ist unsere Rückversicherung. Wer weiß, wohin dieses Land sich entwickelt. Und dann hat man. Und auf der anderen Seite hört man von Konservativen so in Diskussionen, die ich führe, dann über so Staatsangehörigkeitsthemen. Da kommt dann von, sag mal, Herkunftsdeutschen gegen den doppelten Pass das Argument: Ja, aber wenn einer zwei Pässe hat, in welcher Armee leistet er denn dann Dienst? Was für ein uralt Argument und was für ein Bild auch von Nation dahinter steht. Ne? Im Krieg muss man sich doch entscheiden. Also finde ich das schlimm ist uralt, überholt. Natürlich, ja. Das ist aber auch ein merkwürdiges Verständnis von was da so durchschimmert. Deswegen finde ich diese Integrationsdebatte, die ist ähnlich wie die Rentendebatte. Da steckt immer sehr viel drin. Das sehe ich eigentlich, die ist eigentlich auch ganz lustig, weil da so Vorstellungen so deutlich werden, die so mitschwingen. Und das sagt natürlich auch dieser Spruch, man kann nicht Diener zweier Herren sein. Das zeigt natürlich, was die Identitäten festmachen auch. Ne? Ja, aber auch sozusagen auch das Verhältnis von, wie man das Verhältnis Bürger von Staat, Bürger und Staat sieht. Natürlich, ein Bürger ist nicht Diener des Staates, also nicht in der bürgerlichen Gesellschaft. Das ist umgekehrt. Das ist umgekehrt. Deswegen ist diese Frage auch Quatsch. Ja. Also hier hätte man bist du Diener des deutschen Kaisers oder des osmanischen Sultans, dann wäre diese Frage, hätte man so Frage stellen können, aber nicht für eine demokratische Gesellschaft. Ist klar, diese Frage auch Quatsch. Aber Konservative argumentieren ebenso. Also der alte Republikanismus sagt ja auch, man dient der Republik und so weiter, während wir Liberale, Sie, kommen wir gleich nochmal drauf, mit Ihren politischen Positionen, wir würden es eher genauso sehen, dass wir sagen, Moment, wir versammeln uns in einem Staat, damit der bestimmte Aufgaben für uns erfüllt, aber doch nicht, um Befehle entgegenzunehmen. Das ist eine Untertanenhaltung, ne? Ohne dass ich jetzt Konservativen zu nahe treten will, muss man aufpassen. Es gibt auch Konservative, ich glaube auch aufgeklärte Konservative. Und es gibt aber natürlich auch vielleicht eine Geschichte aus die ich mitbekommen habe, als ich im Gefängnis saß. Gefängnis. Es geht nicht um mich. Ich habe das nur im Knast mitbekommen. Soll gleich um Sie gehen. Aber
ach, das ist, ich will ja auch, wenn wir nicht über diese Gefängnisgeschichte reden, bin ich wirklich sehr dankbar. Das habe ich einfach, ich habe ein Buch darüber geschrieben. Ich weiß. Ich habe darüber viele Veranstaltungen gemacht. Das ist irgendwann auch mal gut. Aber als ich im Knast war, habe ich nur im Knast diese Geschichte mitbekommen, die ich so toll fand, Das war unmittelbar damals Türkei im Verfassungswahlkampf, wenn Sie sich erinnern. Und der hat ja erst, weil man keine wirklichen Argumente hatte, das war einer der Gründe, nicht der einzige, aber der eine der Gründe, die überhaupt zu meiner Verhaftung geführt haben, war, mich verhaften, Reaktion aus Deutschland abwarten und dann mit Deutschland einen Konflikt anzetteln. Diese Nazi-Vergleiche, dieser ganze Kram, das kam ja danach. Hat aber irgendwie, war man sich wohl nicht sicher, ob das noch den ganzen, ja noch irgendwie 6 Wochen bis zur Abstimmung, also haben sie noch einen Konflikt angezettelt, nämlich in den Niederlanden, als die türkische Familienministerin guerillamäßig so aus Deutschland eingereist ist, wurde dann kurz vor dem türkischen Konsulat in Rotterdam aufgehalten von der Polizei. Übrigens auch für Mark Rutte, ein damals sehr willkommen, der sich da als harten Hund aufspielen konnte und so dann im letzten Moment doch die Wahl gewonnen hat. Und Erdogan konnte damit mit der heldenhaften Ministerin, die da stundenlang vor der holländischen Polizei da auf der Straße aufgehalten wurde, das war dann noch ein viel größerer, viel besseres Kampagnenthema als der Konflikt in Deutschland, der sich an meine Person entzündet hatte. Also danach rückte Deutschland auch in die zweite Stelle. Wie auch immer, aber von dort gibt es ein Handyvideo, das ich dann auch in den über die wenigen, es gibt noch ein, zwei Fernsehsender in der Türkei, die nicht von der Regierung kontrolliert werden. Deswegen konnte ich das auch, diese Videos auch im Original schon im Gefängnis sehen, im Fernsehen, dort verbreitet wurde. Und zwar Erdogan-Anhänger, junge Leute aus den Niederlanden, die da hingehen, um die Ministerin zu unterstützen. Und das ist eine angespannte Situation, Polizei und so. Und man sieht auf diesem Handyvideo, hört man, wie einer ruft, die werden uns verhaften. Mhm. Und der andere sagt, nee, Quatsch, wir sind doch hier nicht in der Türkei. Erdogan-Anhänger. Also, weil wir vorhin das Thema hatten. Also, es ist dann für die, glaube ich, auch nicht so ganz glimpflich ausgegangen, gerade wenn es ums Demonstrationsrecht geht, ist auch ein Land wie die Niederlande oder auch Deutschland, das werden die Grundfreiheiten auch nicht immer so gewährt, wie sie gewährt sein sollten. Aber was ich interessant fand, dieses Grundverständnis, weil wir vorhin auch das Thema hatten, wie viele Leute wählen denn Erdogan und so, was ich da auch wirklich so auf eine sehr schöne Art dokumentiert sah, war, dass selbst in dem Fall in den Niederlanden aufgewachsene junge Deutsch-Holländer sehr genau wissen, was sie an einem Land wie der Niederlande haben und was das von der Türkei unterscheidet. Wir werden die wollen uns verhaften. Quatsch, wir sind doch hier nicht in der Türkei. Sie haben es gerade selbst schon angesprochen. Sie wollen eigentlich nicht so über diese Themen sprechen. Deshalb sage ich erstmal vielen Dank, ich habe was gelernt. Und zweitens, eine zweite Sache haben wir auch erreicht, nämlich Sie sind jetzt nicht hier, um Sie selbst zu zitieren, als, wie haben Sie gesagt, wandelndes Mahnmal für Pressefreiheit, weil wir jetzt über viele andere Dinge gesprochen haben. Nur wäre es eine vertane Chance, nicht zumindest noch ganz kurz auf Türkei und auf das, was seinerzeit passiert ist, zu sprechen zu kommen. Ich habe Sie gar nicht vorgestellt, weil Sie in Deutschland ja große Bekanntheit erlangt haben. Vielleicht darf man sagen, unter widrigen Umständen, wider Willen und insbesondere durch die einjährige Haft in der Türkei. Und ich erinnere mich an die Free-Dennis-Kampagne. Ich erinnere mich daran, dass die Welt einmal eine Ausgabe gemacht hat, wo man ihre Zelle sehen konnte. Weil man konnte die Zeitung ausfalten und auf den Boden legen. Und dann war die Zelle da, in der sie da ein Jahr zugebracht haben. Ich will jetzt das alles nicht nochmal aufarbeiten. Sie haben in der Tat ein Buch geschrieben, Agent-Terrorist. Mhm. Und ich glaube, viele haben das auch, wie ich selbst, so mit großer Anteilnahme und großer Aufmerksamkeit verfolgt. Aber die Frage nun ist, das fand ich damals faszinierend, Sie haben nämlich gesagt, Ihre Freilassung damals, dass Erdogan sich davon politische Vorteile erhofft habe. Also nicht nur die Haft, sondern auch die Freilassung sei politisch motiviert gewesen. Können Sie das nochmal ausführen, was... Ja, natürlich, das Vermutung war. Grundsätzlich, in der Türkei ist Erdogan, spricht so gerne von, jetzt kommen wir dem Jahrestag sogar recht nahe, aber es ist so, vor 10 Jahren hat er es in den Raum geworfen, die Türkei 2023, so als Chiffre zum 100. Geburtstag der Republik. Inzwischen spricht er im Jahr 2053, dann jährt sich zum 500. Mal die Eroberung Konstantinopels, außerdem ist bis dahin nur wirklich lange Zeit. Mhm. Aber eigentlich, das ist alles nur Blabla, weil eigentlich weiß die türkische Regierung auch heute nicht, was in 6 Wochen passieren wird. Es ist so eine Politik, die vielleicht noch stärker als die Politik in demokratischen Ländern von der Hand
Hand in den Mund lädt, von einer Situation zur nächsten sich rettet. Damals, als man mich verhaftet hat, auch den Konflikt mit den Niederlanden, die man da angezettelt hat, das Land, die Niederlande, das bei den Direktinvestitionen in die Türkei an erster Stelle steht. Aber trotzdem, in dem Moment war es das Wichtigste, dieses Referendum. Und dann sind da auch selbst wirtschaftliche Interessen, die Erdogan immer wichtig sind, aber sie sind nicht unantastbar. Und im Zweifel ist das politische Interesse, kommt als erstes. Und das politische Interesse steht, ist nichts anderes als der eigene Machterhalt. Weil Erdogan genau weiß, in dem Moment, wo er die Macht abgibt, erwartet ihn und seine ganze Clique erwartet nicht ein ruhiger Lebensabend in Marmaris, sondern ihn erwartet der Knast. Und deswegen ist er dazu bereit, jeden Schritt alles zu machen. Und das ist genau das Gegenteil davon. Das hat man mit den Kurden gesehen. Die Annäherung an die PKK, Friedensverhandlung, was ein sehr richtiger Schritt war, wie ich fand, hat dann 2015 dazu geführt, dass die AKP erstmals die absolute Mehrheit verloren hat. Dann das genaue Gegenteil, plötzlich wieder in eine Eskalation gegangen, die es zuletzt Anfang der 90er Jahre gab. Also wirklich eine totale Eskalation. Dann vor der Kommunalwahl in Istanbul, als die AKP eigentlich verloren hatte, der AKP-Bewerber, wo man die Wahl einfach für ungültig erklärt hat, wo dann Erdogan sich Hilfe von Abdullah Öcalan erhofft hat, der sogar bereit war, ihm die auch zu gewähren, nur Selahattin Demirtas, der seit 4 Jahren inhaftierte damalige Vorsitzende der HDP, der hat sich dann aus dem Knast herausgemeldet und hat gesagt, quasi so, bitte geht mir zuliebe wählen. Also allein bei diesem Thema Kurden, da sieht man, es geht nicht um politische Inhalte, ob man jetzt das, es ist alles, Michel, was war gerade, das der öffentliche Druck aus Deutschland? Bei mir war es ähnlich, es ging damals um diese Verfassungskampagne, das war das Wichtigste. Dann hat er aber gemerkt, dass das Interesse der Bundesrepublik und auch der Bundesregierung, die ja selbst ihrerseits unter Druck stand, ja, auch der Opposition, der Zivilgesellschaft, also die Bundesregierung, das weiß ich auch, die hätte da gerne nicht so viel drüber geredet, die musste aber auch ständig, weil sie auch immer wieder gefragt wurde. Immer Druck. Und ich fand das super. Für mich war das so wie ein Orchester, so, wo auch die Opposition ihre Rolle hatte, wo die Zivilgesellschaft eine Rolle hatte, wo auch die Bundesregierung eine Rolle hatte. Und natürlich kann der Bundesaußenminister anders sprechen als ein Oppositionspolitiker, das war mir alles völlig klar. Aber das Ergebnis war, dass die Bundesregierung diesen Druck an die Türkei weitergeleitet hat. Und nachdem man sich Ende 2017 mit den USA völlig überworfen hatte, eine Wirtschaftskrise, deren ersten Tiefpunkt dann im Sommer 2018 wir erlebt haben, ich denke, der nächste steht bevor, aber die zeichnete sich damals schon ab, die mussten das Problem mit Deutschland aus dem Weg schaffen. Und am Ende ging es, er hat noch versucht, so einen Gefangenenaustausch, das war eine Geiselnummer dann über Monate hinweg. Das hat auch nicht geklappt und am Ende war das dann auch nicht mehr wichtig, weil dann hat er zuletzt noch irgendwelche Waffengeschichten noch versucht dabei rumzukriegen, aber am Ende ist die Frage, ob die Leopardpanzer in der türkischen Armee, ob die eine Absicherung gegen Minen haben, daran entscheidet sich nicht Erdogans politische Zukunft. An der wirtschaftlichen Frage, die ist schon wichtiger und deswegen war das der Punkt, wo er dann gesagt hat, ich soll abhauen. Ja, er hat gesagt, mit Gabriel auch ausgemacht, okay, ich lasse den laufen, aber ihr sorgt dafür, dass er verschwindet. Der konnte das, der war total genervt von mir. Also das hat er auch in einem Interview auch mit der Zeit mit Giovanni Di Lorenzo auch gesagt, noch ein paar Monate vorher schon, ich verstehe die Deutschen nicht, die gehen schlafen, stehen auf und sagen, Dennis, ja, was ist an diesem Typen so besonders? Die waren am Ende so genervt von mir, dass die mich raushaben wollten. Da sieht man die Macht von Softpower. Ja. Und ich fand auch, das ist für jemanden, denn ich habe ein Jahr im Gefängnis verbracht, war jetzt nicht ganz wenig, aber allein im Vergleich zu Selahattin Demirtas, der sitzt seit 4 Jahren, zu vielen anderen, auch die in der Vergangenheit in der Türkei Schlimmes erlebt haben, ich bin wirklich nicht der größte Leidtragende von Unrecht, von politischen Motiven, Unrecht in der Türkei, aber ein Jahr im Knast, davon größte Zeit in Isolationshaft, das auch nicht ohne, und irgendwie hatte ich das Gefühl, so, naja, aus der Isolationshaft heraus, den Machthaber, den absoluten, quasi weitgehend absoluten Herrscher dieses Landes dazu zu bringen, dass er so genervt von mir ist, dass er sagt, hau ab, verschwinde. Ja. Das ist schon eine Leistung, auf die ich stolz bin, aber die ich natürlich nie im Leben ohne die große Unterstützung und wo viele, viele Menschen und Institutionen eine Rolle gespielt haben, wie gesagt, in einem Orchester, ohne das hätte ich das natürlich nicht, wäre das nicht möglich gewesen. Und die waren so genervt von mir, dass die mich auch jetzt bei diesem
Ich bin jetzt im Sommer verurteilt worden, obwohl das Verfassungsgericht dann zwischenzeitlich nicht nur meine Haftstrafe für rechtswidrig erklärt hat, sondern auch all diese Texte aus der Welt, die mir vorgeworfen wurden, einzeln durchgegangen ist. Und in dem Urteil heißt es, es gibt nicht den geringsten Anhaltspunkt für eine Straftat. Trotzdem hat das Gericht mich jetzt verurteilt, aber es liegt kein Haftbefehl gegen mich vor. Und ich glaube auch, dass dieses Urteil, das mussten die jetzt machen, weil die zumindest in der ersten Instanz, sie haben zwar das Verfassungsgericht bloßgestellt, aber mit einem Freispruch hätten sie Erdogan bloßgestellt. Aber es liegt kein Haftbefehl vor und ich rechne damit, dass in der nächsten Spätestens in der dritten Instanz und erst danach würde das Urteil rechtskräftig, Spätestens in der dritten Instanz wird das mit einem Freispruch enden. Die wollen gar nicht, dass ich dahin komme. Ich habe ja in dem Verfahren, ich habe ja dieses Angebot. Aber ist das ein Rechtsstaat? Das ist so merkwürdig. Natürlich ist es kein Rechtsstaat. Ja. Am Tag vor meiner Freilassung Binali Yıldırım kommt nach Deutschland. Am Tag vorher gibt der Pınar Atalay in der ARD ein Interview, in dem er sagt, er rechnet bald mit Entwicklung. Am nächsten Tag fliegt er nach Berlin und deutsche Generalkonsul Georg Birgelin, der bei dieser ganzen Geschichte auch eine tolle Rolle gespielt hat, Georg Birgelin kommt zu mir ins Generalkonsulat und sagt, hier, das ist Angebot der Türkei, du kannst raus. Ja? Aber die Bedingung ist, dass du sofort verschwindest, geräuschlos und sofort. Und die Bundesregierung glaubt auch nicht, dass die haben auch Angst, dass die wenn du hier bleibst, dass sie sofort verhaften. Deswegen kriegst du auch ein Flugzeug zur Verfügung gestellt. Und ich habe gesagt, vergiss es, und Flugzeug schon mal gar nicht und geräuschlos, das war noch nie meine Sache. Mhm. Ich habe das erstmal abgelehnt, das ist eine lange Geschichte, die ich auch in meinem Buch erzähle, wie ich mich dann doch dazu überzeugen lassen habe, dann auf diese Bedingungen irgendwie einzugehen, nachdem auch der Axel Springer Verlag, der dabei auch eine wichtige Rolle gespielt hat, und der Vorstandsvorsitzende Matthias Döpfner dann gesagt hat, naja, Flugzeug, daran soll es nicht scheitern. Dann hat mein Verlag, mein Arbeitgeber die Kosten übernommen und vor allem habe ich dann das Land verlassen. Das war die Bedingung, die sie gestellt haben. Und natürlich ist deswegen habe ich da auch schon in diesem Video, was ich noch in Istanbul gedreht habe, habe ich gesagt, nicht nur meine Verhaftung, sondern auch die Umstände meiner Freilassung hatten nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun. Und noch, als ich im Knast war, das war der letzte Mensch, den ich getroffen hatte in Freiheit, wo wir beide darüber gesprochen haben, dass uns die Verhaftung droht. Mein Freund und Kollege damals bei der Cumhuriyet, das war der letzte, den ich im Knast getroffen habe. Mhm. Ich kam zum Anwaltsgespräch, er kam aus dem Anwaltsgespräch raus, wir hatten so auf dem Vorbeigehen und er hatte das natürlich mitbekommen, weil das auch öffentlich verhandelt wurde und hatte auch von einem Kollegen erzählt bekommen, der mich vorgesehen hatte, dass ich irgendwie in schlechter Laune war und Ahmed rief mir im Vorbeigehen zu, mach das, nutz das aus. Ja, mehr konnten wir nicht reden, der ist zum Glück inzwischen auch frei. Ich habe danach gefragt, wie hast du das denn gemeint? Und er meinte, so hatte ich mir das auch schon gedacht, er meinte, die waren gerade dabei, sich zu blamieren. Und mit unrechtmäßigen Verhaftungen haben sie, das ist nichts Neues, aber natürlich nicht im Ergebnis, aber im Verfahren her, derart unrechtmäßige, nach dem Verfahren derart unrechtmäßige Freilassung, so hatten sie sich noch nicht blamiert. Und meinte er mit seinem Zuruf auf dem Knastflur, stell dich nicht so an, lass dich, stimmt denen zu. Und bewahre sie nicht davor, sich nochmal und auf eine andere Weise zu blamieren. Und was dabei diese Frage dann auch im Raum war, das wurde ja kurz vor meiner Freilassung auch verhandelt, weil dann hat Sigmar Gabriel irgendwann diese Sache, diese Erpressungsnummer, die vorher die Türken dann teilweise hatten, umgedreht hat. Solange der im Knast ist, wird das nächste mit den Panzern, worauf ich aus dem Gefängnis heraus auch zum ersten und einzigen Mal der Bundesregierung auch öffentlich widersprochen habe, weil ich gesagt habe, das möchte ich nicht, dass mein Name im Zusammenhang mit irgendwelchen Panzergeschäften genannt wird. Aber das ist ja auch das Schöne an einem transparenten, an einer Demokratie, wo die Transparenz auch bei Rüstungsgeschäften, zumindest wenn alles gut läuft, kann man das ja nachlesen. Und Gabriel wollte damals, er hatte auch seine Gründe, diese Panzermodernisierung zu befürworten, aber danach ist die Türkei in Afrin einmarschiert und damals war diese Sache für die Bundesregierung auch vom Tisch und diese Panzermodernisierung hat es bis heute nicht gegeben. Und das andere, dieses Joint Venture, was die
die Kameraden von Rheinmetall in der Türkei aufbauen wollten, diese Panzerfabrik, wo die Bundesregierung sowieso immer abgeneigt war. Auch da gab es keine Erlaubnis seitens der Bundesregierung. Kurz, solche Waffengeschäfte gab es auch nicht. Was es aber tatsächlich gab, war, dass nach meiner Freilassung, ein Jahr vorher hatte Sigmar Gabriel dann auch nicht nur meinetwegen, sondern dann gab es auch andere Verhaftungen. Es gab diese Terrorliste und hatte dann irgendwann das Thema Hermes-Bürgschaften, also die Absicherung deutscher Exporte in die Türkei, zum Thema gemacht. Er hat gesagt, er kann deutschen Unternehmen nicht raten, in die Türkei zu investieren. Das, was den Türken sehr wehgetan hat, das gab es nicht mehr. Diese Deckelung der Hermes-Bürgschaften hat man zurückgefahren. Peter Altmaier ist ein halbes Jahr nach meiner Freilassung dann als Wirtschaftsminister mit einer Wirtschaftsdelegation in die Türkei gefahren. Das hätte es, das weiß ich auch, ist nicht nur eine Vermutung, das weiß ich auch, das hätte ich, solange ich im Knast saß, hätte es das nicht gegeben. Genau. Und Erdogan wurde selber hier als mit Staatsehren empfangen. Auch das hätte es in der Zeit nicht gegeben. Also die Türken wollten, am Ende ging es dann bei der Freilassung ein bisschen Normalisierung, um wenigstens auf wirtschaftlicher Ebene wieder zumindest nicht mehr geschnitten zu werden. Wie gehen wir zukünftig mit der Türkei um? Sie sagten gerade selbst, es ist kein Rechtsstaat. Alle Grundwerte Europas werden dort verneint. Es wird auch nicht besser, sondern schlimmer. Wie geht man damit um? Das türkische Volk ist eigentlich ja in Europa unmittelbar an allen Stellen auch mit vertreten. In Deutschland haben wir Türkeistämmige. Wir haben traditionelle Partnerschaft mit der Türkei, zum Beispiel in der NATO. Es gibt auch so gewisse geostrategische Interessen an der Türkei. Und wie geht man mit diesem schwierigen Gegenüber um, wo doch eigentlich Sympathie und gemeinsame Werte in der Vergangenheit und auch gemeinsame Interessen in der Zukunft zusammenkommen, aber in der Gegenwart an Erdogan jede weitere Annäherung eigentlich erschwert oder eigentlich sogar unmöglich macht? Naja, es ist, ich glaube, die große Aufgabe, die leicht formuliert ist, in der Praxis nicht so einfach ist, aber die leicht gesagt ist, das ist die Aufgabe für Deutschland, für Europa, besteht darin, Partner zu bleiben, ohne sich zum Komplizen zu machen. Tja, wie geht das? Das in einem Satz. Weil ich glaube, dass die, ich habe vorhin eine Bundesregierung mit Beteiligung ihrer Partei gelobt, jetzt nochmal eine andere Geschichte zu erzählen. Es war halt auch die Bundesregierung, die Abweisung der Türkei in den ersten Jahren der Merkel-Regierung, das war einer der, ich glaube nicht, der, vielleicht nicht mal der entscheidende, aber doch einer der wichtigen Faktoren, die dazu geführt haben, dass diese Partei, dass diese Regierung, die einst mit großen Versprechen, nämlich wir demokratisieren den politischen Islam, wir machen eine Art muslimische CDU, wir führen die Türkei nach Europa, wir haben null Toleranz für Folter und dazu und Wirtschaftsreform, demokratische Reform, Hinblick auf die Kurden, Umgang mit dem Völkermord an den Armeniern, das war ja vielversprechend. Sie meinen Zurückweisung bezogen auf Europäische Union. Natürlich, das war ja vielversprechend, mit dem, wie diese Regierung mal angetreten ist. Und es gab da zwar immer auch Misstrauen, aber ich glaube auch nicht, dass Politik so funktioniert, dass man irgendwie eine heimliche Agenda verfolgt, die aber versteckt und dann im richtigen Moment, spielen verschiedene Dynamiken eine Rolle. Und ich glaube, eine der Dynamiken war tatsächlich die Abweisung aus Europa. Das hat dazu übrigens nicht nur bei den Anhängern der AKP, sondern auch bei vielen auch Anhängern der Opposition oder Sympathisanten der Opposition hat Europa da Sympathien verspielt, weil die größte Angst damals war, was machen wir, wenn die Türkei der EU beitritt, kommen plötzlich 80 Millionen Türken stehen bei uns auf der Matte. Ja? Und dann passiert 15 Jahre später, kommen dann plötzlich stehen dann ganz andere Leute auf der Matte, ja, die wir hier noch weniger haben wollen als die Türken, nämlich die Syrer. Und dann geht dieselbe Bundeskanzlerin, die jahrelang die Türkei nicht besucht hat oder so gut wie nie da war, sie nicht weiter für dieses Land interessiert hat, geht dann mitten im türkischen Wahlkampf, reist nach Istanbul, lässt sich auf diesen Stühlen im Yildizpalast, diesem osmanischen Barock, ja, vorführen. Ich weiß, das hat man ja auch angesehen, dass sie das nicht gerne gemacht hat. Sie sah keine andere Alternative. Das war der Preis. Aber das war der Preis, dieses Flüchtlingsabkommen, wo Europa, das ist ja nicht nur Deutschland, wo Europa dann plötzlich dazu bereit war, 80 Millionen Türken mit Visumsfreiheit und so, das war dann plötzlich auch alles kein Problem mehr, weil wir die anderen erst recht nicht hier haben möchten. Und so viel man dieser türkischen Regierung, ich glaube, ich stehe nicht im Verdacht, irgendwie Sympathien mit der Erdogan-Regierung zu haben, aber die Türkei, der türkische Staat und auch die türkische Gesellschaft haben 3 Millionen Menschen, über 3 Millionen Menschen, vor allem aus Syrien, aus dem Irak aufgenommen.
das geht auch nicht reibungslos, aber ohne, dass es bislang zumindest im größeren Maße jemand zum politischen Programm gemacht hätte, dass es irgendwie größere Ausschreitungen gegeben hätte, dass es das politische System, also in Polen, weil Polen 500 Flüchtlinge aufgenommen hat, wurde die Regierung gestürzt. Und die Türkei hat, und die wirtschaftlich jetzt auch nicht, ich glaube, sie ist zumindest bis vor ein paar Jahren stand sie durchaus besser da als das ein oder andere EU-Land, aber es lässt sich natürlich nicht mit Deutschland vergleichen oder nicht mit Österreich vergleichen, hat diese Leistung auch vollbracht. Und das ist auch eine Doppelmoral von Europa, die dann die Europäische Union hat wirklich mehr Glaubwürdigkeit, und ich glaube, das betrifft nicht nur die Türkei, sondern das betrifft auch andere Länder der Peripherie, vor allem Richtung Nahen Osten, im Osten und Süden, in den letzten Jahren und gerade in der Flüchtlingspolitik immens Glaubwürdigkeit verloren. Und für die Türkei, weil ich glaube, dass keine Diktatur hält so lange, wie es die Diktatoren gerne hätten. Keine Diktatur hält ewig. Das sehen wir jetzt auch in Weißrussland, wo es wackelt. Und wenn es nicht jetzt fällt, dann auch die werden stürzen. Aber ich glaube an der Frage, wie sich Europa jetzt gegenüber der Türkei verhält. Und zwar, ob man es schafft, genau diese Mischung aus trotzdem Partner bleiben, aber nicht Komplize machen, daran wird sich entscheiden, in welche Richtung die Türkei sich in Zukunft entwickeln wird, weil dass dieses Regime, das Erdogan-Regime, das ist in seinem Herbst. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie lange das noch dauern wird, aber der Zenit ist überschritten. Wo ich mir aber überhaupt nicht sicher bin, wie sozusagen unter welchen Umständen das stützen wird und was kommt daraus erwachsen wird. Und deswegen ist es so wichtig, wie Europa, wie Deutschland sich verhält. Ich bin, was die Türkei anbetrifft, ich bin zuversichtlich, weil ich auch im Gefängnis noch, ja. Auch im Gefängnis haben mich meine. Die Türkei hat ja nach der Abweisung durch die EU, hat man unter Davutoğlu, der heute zur Opposition gewechselt ist, haben sie angefangen, so vom neo-osmanischen Reich zu träumen. Diese Episode ist ja auch schon wieder vorbei. Jetzt ist man eng mit Russland, mit China, mit dem Iran. Also so quasi eine Außenpolitik, für die sie auch gerade in der AfD auch viele, so diese Putin-Anhänger ja auch sind. Aber diese Orientierung, also weder dieses Neo-Osmanische noch dieses Eurasische, wie das so schön heißt, das hat die Verankerung in der Blick in der türkischen Gesellschaft ist ein anderer, nach also Westen, auch im Gefängnis, oder? Natürlich nach Westen. Das hat, weil das auch nicht mit der Türkei, das beginnt nicht mit Atatürk, nicht mit der türkischen Republik, was natürlich ein großer Schritt war, aber das geht zurück auf das Ende, das späte 18. Jahrhundert. Also die Werte im Gefängnis, mit denen ich, gerade wenn sie mich so zum Anwalt gebracht haben oder zum Familienbesuch, waren wir zu zweit dann unterwegs auf den Fluren und weil meine Zelle ganz hinten war, ich Einzelzelle, letzte Reihe, ich hatte dann auch mehr den längsten Weg, konnte uns mit einigen auch unterhalten. Und was sie mich dann auch manchmal gefragt haben, sag mal, wie ist das mit den Besucherregelungen in deutschen Gefängnissen oder wie ist das Essen in deutschen Gefängnissen? Übrigens nicht in jeder Hinsicht besser als im türkischen. In manchen Hinsichten auch schlechter, natürlich. Also in türkischen Gefängnissen, diese Folterhöllen, die sie mal waren, das sind sie heute nicht mehr. Auch im Zuge der Reform, die diese Regierung von den Vorgängern noch übernommen hat, aber mit großen Schritten auch vorangetrieben hat. In mancherlei Hinsicht ist der Strafvollzug in der Türkei, zumindest in den modernen Gefängnissen, humaner als in deutschen Gefängnissen, aber das ist ein anderes Thema. Aber was mich die Werte immer wieder gefragt haben, war, wie gesagt, wie ist das in Deutschland? Das hat keiner gefragt. Das würden sie auch sonst jemanden fragen. Ja, wie ist denn das Essen im Gefängnis in Saudi-Arabien? Ja? Oder wie ist das im Knast in Russland geregelt? Der Blick ist nackt. Und das ist so verankert, dass ich da eigentlich zuversichtlich bin. Und das ist aber, es gibt ja auch in Europa, und da stehen zum Beispiel die Österreicher, sind da so leider ein Paradebeispiel, die richtige Kritik an der Entwicklung der Türkei unter Erdogan hat ja auch bei einigen dazu geführt, die schon immer keine Türken haben wollten und die haben jetzt dafür bessere Gründe. Man sagt, braucht jetzt nicht mehr Türken rauszusagen, sondern kann sagen, die Türkei entwickelt sich in ein autoritäres Regime und da ist klar, da ist Sebastian Kurz ist da so das Paradebeispiel einer solchen Politik, dem und auch der CSU-Lade in Deutschland oder großen Teilen der CSU, die
Da geht es dann nicht um aktuelle Werte, sondern um Identität. Nein, natürlich, man hat plötzlich gute demokratische Argumente für etwas, was man schon immer gesagt hat, nämlich die Türken draußen zu halten. Deswegen Europäische ist Union diese, als christlichen Club sehen. Richtig, so, ne? Deswegen ist auch etwas, also diese Forderung, jetzt die EU, das steht unter jedem, quasi jeden Artikel, den ich in der Welt schreibe zum Thema Türkei, ist das irgendwie, steht das in den ersten drei Leserkommentaren. Jetzt müssen wir aber wirklich die Verhandlungen abbrechen. Nein, müssen wir nicht, das ist falsch. Das ist das, worauf Erdogan ja wartet. Der hat überhaupt kein Interesse mehr daran, an einem EU-Beitritt. Der einzige Grund, der hat auch schon mehrmals damit gedroht, das abzubrechen, ja, oder auch ein Brexit zu machen, obwohl man noch nie der EU beigetreten drin war. Die Türkei, Istanbul hat auch das einzige Olympiastadion der Welt, in dem die eine Olympische Spiele stattgefunden haben. Und man hat sich aber viermal beworben. Das ist eine tatsächliche Geschichte. Oder fünfmal. Dem wäre das recht. Weil dann könnte sagen, war ja nicht ich, aber ich glaube, dass er es bislang nicht gemacht hat, das liegt daran, dass man nicht, vor allem Investoren, nicht abschrecken will, weil das natürlich auch so als Botschaft, wir wenden uns vom Westen ab, verstanden werden könnte. Aber er würde das mit Kusshand nehmen, an solchen von Verhandlungen. Vielleicht wäre es die bessere Strategie, endlich auch Kapitel. Nicht, dass das mit Erdogan noch irgendwas zu machen wäre, das glaube ich nicht, aber Kapitel um Rechtsstaatlichkeit oder diese Verhandlungskapitel zu eröffnen, ernsthaft verhandelt, wird er ja schon lange nicht mehr, und den Türken das Gefühl gegeben zu haben, wir wollen euch nicht, egal was ihr macht, egal ob die Wirtschaft läuft, ob ihr ein Rechtsstaat seid. Dieses Gefühl hat vor allem das Duo Sarkozy-Merkel der Türkei und der türkischen Gesellschaft zu einer Zeit gegeben, als die Türkei in eine richtige Richtung sich entwickelte. Und auch alle in der Türkei wussten. Also egal, was ihr tut, egal, welche Fortschritte richtig, es gibt, ihr richtig. Kommt nicht rein. Und dabei wussten alle in der Türkei, wir sind noch nicht so weit. Ja? 2002 bei der großen Osterweiterung. Okay, gut, geht bei denen aber schnell. Aber wir wissen ja, welche Probleme wir haben. Dann kam Bulgarien und Rumänien, wo man dachte, Entschuldigung, aber Bulgarien, die kennen wir doch. Das sind hier, die kommen hier als Tagelöhner. Denen geht es wirtschaftlich doch nicht besser als uns oder Rumänien. Ja? Weil die Türkei damals gerade auch in den ersten Jahren der AKP wirtschaftlich auf einem guten Weg war, politisch auf einem guten Weg war. Und dann hat sich dann irgendwann auch der Umgang mit Visum, mit Visa, wenn türkische, gehört das türkische Mittelschicht, die dann halt auch mal ein Wochenende in Florenz verbringen will. Klar. Oder mal in Paris shoppen gehen oder so. Der Umgang mit den Menschen bei der Erteilung von Visa, all das hat dazu geführt, dass sich der Eindruck verstärkt hat, auch zu Recht verstärkt hat, die wollen uns eh nicht. Es ist egal, was wir hier machen, die wollen uns nicht. Und das hatte fatale Folgen, weil dieser EU-Beitritt, das war die AKP hat zwar viel dafür getan, aber das war nicht nur eine AKP-Geschichte, das war wirklich ein Projekt, was alle geeint hat. Quasi alle, also die Kemalisten waren dafür, weil sie davon hofften, sich den politischen Islam zurückzuhalten. Die AKP war dafür, weil sie davon sich erhofften, die damals starken Militärs zurückzuhalten. Die Kurden hatten ihre Gründe, Arbeitnehmer hatten ihre Gründe, die wollten Gewerkschaftsrechte, Unternehmer wollten den freien Markt und so weiter. Es hatten wirklich alle wollten nach Europa, und das war etwas, was nicht nur ein Thema war, was in den Zeitungen verhandelt wurde. Das ging wirklich bis in den Alltag. Ich erinnere mich an Situationen an der Bushaltestelle. Der Bus kommt, der Dolmusch, ja, und es wird gedrängelt, und dann dreht sich so eine ältere Lady um und sagt, so kommen wir aber nicht in die EU. Ja? Und der Handwerker liefert Fusch ab, und man sagt, das ist aber Fusch, und er sagt, so kommen wir nicht in die EU. Das war wichtig, das war Anfang der Nullerjahre, war das ein großes Projekt, was dieses Land geeint hat, was heute so auch auf eine harte Weise polarisiert ist, wie die USA. Auch da wurde eine Möglichkeit vertan. Es gibt natürlich keine Garantie. Es hätte natürlich auch so kommen können, dass die Türkei irgendwie in den Nullerjahren oder um das Jahr 2010 herum oder so der EU beitritt und sich das in eine autoritäre Richtung entwickelt. Dass die Länder, die haben wir in Das gibt es ja schon. Das gibt es ja schon. Das ist hier, Polen ist 100 Kilometer von hier entfernt. Dafür hat die EU ja auch bis heute keine Antwort gefunden, weil das nicht vorgesehen ist. Das Programm ist Demokratie und Länder wie in Spanien und Griechenland, die Diktatur hinter sich haben, wir helfen denen ein bisschen, und wenn sie einen bestimmten Punkt von sich erreicht haben, dann nehmen wir sie auf, und dann wird es noch besser. Genau. Das war die Idee, das hat ja auch lange geklappt, aber das funktioniert heute auch innerhalb der EU nicht mehr, und es gibt haufenweise Länder, die, wenn man die Kopenhagener Beitrittskriterien ernst nimmt, nie im Leben in die EU aufgenommen werden können. Ungarn, ja, auch innerhalb der EU
größte Kumpel Orban, der größte Kumpel von Erdogan. Und dafür hat die EU bis heute keine Antwort gefunden. Und ich glaube, sie wird irgendwann eine Antwort darauf finden müssen. Weil man kann nicht von außen, wird man das nicht, das gilt ja auch für die Türkei. Europa kann nicht, wird Erdogan nicht stürzen, man kann auch Orban nicht stürzen, aber irgendwann stellt sich dann die Frage von Komplizenschaft. Und ich glaube, die EU wird irgendwann auch diese Frage beantworten müssen, ob ein Land wie das Ungarn unter Orban oder Polen, ob diese Länder, wie lange die noch in der EU bleiben können. Aber hoffen wir, dass es da eine positive Entwicklung gibt. Inshallah. Dennis Yücel, ganz herzlichen Dank dafür. Jetzt habe ich gar nicht nach dem Witz gefragt. Das muss ich jetzt auch schon machen. Das Gespräch können wir sofort noch machen. Das Gespräch ist völlig außer Kontrolle geraten. Und ich wollte eigentlich über ganz andere Dinge sprechen. Aber es war sehr lebendig. Ich hoffe, das hat dich nicht gelangweilt. Nein, ganz im Gegenteil. Es war sehr, sehr lebendig und lehrreich und länger als geplant und toll. Jetzt wollten Sie noch was fragen? Ich glaube, ich muss jetzt noch mal eine Sache zu dem. Sie wissen, wir werden später ausgestrahlt, aber Sie können gerne noch mal alles fragen. Wann werden wir ausgestrahlt? 2, 3, 4 Wochen. Ach, ja, trotzdem. Aber war das jetzt ein Witz oder nicht? Nein, es war, so wie wir heute auch spontan gesprochen haben, ein spontaner Versuch, eine angespannte Situation aufzulockern. Ist ja nicht so leicht. Du musst vor laufender Kameras in der Öffentlichkeit jemanden aus einem Amt verabschieden. In einer schwierigen Situation kam es zu dieser Veränderung des Teams. Und das wollte ich auflockern, diese schwierige Situation. Das ist nicht geglückt und war missverständlich. Und da muss man sagen, das war eine dumme Formulierung. War allerdings nicht die Absicht, jemanden zu beschweren damit. Die Vermutung natürlich auch nicht, aber ich muss sagen, ich war jetzt am Wochenende, hatten wir auch darüber gesprochen, ich war unterwegs mit anderen beschäftigt. Ich habe heute Vormittag dachte ich, ich muss heute zum Lindner. Was hat denn der so in letzter Zeit gemacht? Und ich gebe Lindner auf Twitter ein und das Erste, was ich bekam, war ein Video von 2017, glaube ich. Mit auch auf einer anderen FDP-Veranstaltung mit einem ähnlichen Witz, den sie über Claudia Roth gemacht haben. Und fand ich jetzt nicht, dass die vergleichbar sind. Vielleicht, ich meine nicht in der Intention oder was sie da, ja. Aber diese mit dem morgens aufstehen und dann nicht, was ihr denkt, das war, das klang schon sehr ähnlich. Ja, also ich werde es zukünftig nicht mehr machen. Ich habe überlegt, habe einen Kollege heute Morgen von Ihnen gefragt, der hat gefragt bei NTV, der sagte, ja, also Sie reden frei und heute in unserem kommunikativen Klima, auch die freie Formulierung wird ja sofort auf Twitter abgeklopft und im Zweifel gilt es nicht, im Zweifel für den Angeklagten, sondern umgekehrt. Und der hat dann gefragt, wie gehen Sie damit um? Wollen Sie dann eigentlich zukünftig noch frei sprechen? Oder muss man nicht scripten? Und das ist eine ganz schwierige Frage, weil eigentlich gehört für mich zur politischen Rede die Spontanität. Das führt aber automatisch dazu, dass sie auch ungelenk formulieren, missverständlich formulieren, manchmal auch dummes Zeug sagen. Aber jetzt enttäuschen Sie mich ein bisschen, weil Sie sind doch ein toller Redner, weil ich hatte das gar nicht mitbekommen. Ich habe zuerst dieses Video dieses Ältere gesehen und dann das Neue. Naja, weil Sie an der Stelle dann ja auch, es wirkt zumindest so, dass Sie an der Stelle einen Applaus, einen Witz erwarten und das weiß ja auch jeder Redner auf Geburtstagen weiß, plant oder jeder halbwegs begabte Redner auf einem Geburtstag oder auf einer Hochzeitsfeier plant die Kunstpause ein, da wo die Gags platziert sind. Mhm. Und es wirkt zumindest auf diesem Video so, dass sie da auch auf das Lachen gewartet haben und das ist dann halt nicht spontanes Reden, sondern... Bei Claudia Roth, da müsste ich mir das Video jetzt auch nochmal anschauen, aber jetzt bei... Ihre Rede auf dem Parteitag wirkt das so als, naja, wie ein eingeplanter, wie ein vielleicht nicht vorher geplanter, aber in dem Moment geplanter Witz, dass Sie den machen und Sie sind auch guter Redner. Nee, ich sage so, der Hintergrund, das ein bisschen. Nee, wenn Sie so genau dahinter reingehen, der Hintergrund ist ein völlig anderer gewesen. Der Hintergrund ist, dass fortwährend in Berlin verbreitet worden ist, Frau Teuteberg und ich hätten nie miteinander gesprochen. Und ich wollte einfach nur erstens locker sein und zweitens entkräften, Sie und ich hätten nie Kontakt gehabt. Und deshalb wollte ich einfach mal auf eine Art zum Ausdruck bringen, jeden Tag sprechen wir. Und diese Andis hier, die Gerüchte, Lindner und Teuteberg, nie haben die gesprochen, sie hat nie Zugang zu ihm gehabt. Und ich wollte einfach dieses grassierende Gerücht, die sprechen nicht, dadurch entkräften, indem ich sage, jeden Morgen um 9:30 Uhr sprechen wir. So.
Das war der Hintergrund. Außerdem eine extrem peinliche Situation. Du hast eine Mannschaft verändern müssen. Hast gesagt, jemandem, du kannst den Job nicht mehr weitermachen, die Themen sind andere, ich muss die Mannschaft verändern. Sie sagt, okay, aber dein Angebot an anderer Stelle mitzuarbeiten, nehme ich dann aber nicht an. Eine ganz unangenehme Situation, wo am liebsten ich gesagt hätte, wunderbar, jetzt neuer Job. So, und die peinliche Situation, man konnte auch eine Stecknadel fallen hören, die wollte ich entspannen. Ist nicht geglückt. Aber wissen Sie, was ich zurückweise? Jede Form von Unterstellung, ich sei ein Sexist. Das habe ich nicht gemacht. Nein, Sie nicht. Nein, aber ich hab, wie gesagt, ich war auch mit ernsten, mit wichtigeren Themen auch beschäftigt. Ich habe wirklich, ich habe auch keine Texte dazu. Ich habe auch sonst nicht, war auch nicht auf Twitter. Nein, ich meine ja auch nicht nein, Sie, aber das wird nur, ja sofort gesagt. Ich habe keine Artikel gelesen, ja. Ich habe nur dieses Video gesehen und habe dann schon gedacht, aha, okay, ja. Das war wohl ein Aufreger. Aber ich habe dieses Video gesehen und dachte mir, diese Kunstpause, das ist das. Also, was... Wenn ich jetzt, Frau, ich bin jetzt auch, kann ich auch nicht, ich kenne sie ja nicht mehr, nicht für Frau Teutoberg sprechen, aber wenn ich etwas da, sagen wir mal, finde, worüber man schon reden könnte, dann ist es diese Kunstpause, weil das halt eben so aussieht, nicht die Formulierung, die in einer schwierigen Situation spontan gewählt und vielleicht missverständlich, sondern diese, das, es sieht aus wie eine Kunstpause und es wirkt deswegen halt auch, dass diese Mehrdeutigkeit, aus der so ein und so funktionieren Altherrenwitze mit Verlaub, aber dass die geplant ist und dann gibt es einen kleinen Lacher und dann lösen sie das auf. Wenn sie diese Kunstpause, wenn es diese das, was für mich wie eine Kunstpause aussieht, hätte ich das und ich, vielleicht auch andere, das weiß ich nicht, aber da auch nicht irgendwie das für besonders missglückt oder ich bin inzwischen gefunden. Mit 41 Jahren offensichtlich auch in einer Zeit, wo man immer wieder sich selbst reflektieren muss, wie sich Rezeptionsbedingungen einer Gesellschaft und Sensibilitäten verändern. Ich finde das jetzt auch, ich finde das jetzt auch kein, das ist jetzt auch nicht, jetzt auch kein Riesen. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn jemand... Vorsicht, jetzt verteidigen Sie mich nicht, sonst strahlen wir es heute noch aus. Ja. Nein, ich finde es, meine Güte, wir können doch was aushalten. Wir können doch auch ein freundliches Fuck you können wir doch auch aushalten. Das ist doch alles nicht so schlimm. Es gibt wirklich ernste Probleme. Also so, und das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen altväterlich, aber bisschen Twitter-Aufregung und das ist ja sehr schön. Aber jetzt, es ist auch nur ein Spielplatz, dieses so im Detail. Aber Ihre Partei war ja da auch schon und da, nicht zum ersten Mal irgendwie gerade in dem Zusammenhang hat für Diskussionen gesorgt. Ich weiß, was Sie meinen. Aber immer, ich muss und ich finde das bedauerlich, weil ich habe die FDP noch nie gewählt, aber ich habe schon mal einen schönen Text für die FDP geschrieben, weil ich finde es nämlich auch zu Zeiten, als es der FDP richtig schlecht ging und sie wirklich ein Thema war für drittklassige Kabarettisten, das funktioniert ja sonst nur wie Lothar Matthäus oder Dieter Bohlen. Ja? Muss man nur den Namen nennen und sofort gibt es Hör. Oder bei Pegida, da war ich die letzte Woche auch, da muss man, das funktioniert bei denen schon seit Jahren, Tag, die Wende auch nicht müde, muss man einmal Angela Merkel sagen und sofort gibt es Buchrufe. Und das fand ich, das habe ich diesen Niedergang der FDP, der sich da, wo sie aus dem Bundestag rausgeflogen sind, als Demokrat, habe ich das mit großem Bedauern klar, zur Kenntnis genommen. Ja, und Sie haben ja da viele Arbeit geleistet. Klar, man muss ja immer also wir sind eine Partei der Eigenverantwortung. Deshalb sage ich bei solchen Dingen, man muss immer, also erst ist nicht geplant, ich war unsensibel. Dinge verändern sich, man muss sich immer wieder selbst reflektieren und Eigenverantwortung heißt dann eben zu sagen, da verändert sich was, Rezeptionsbedingungen sind anders, sei noch sensibler, meide jede Formulierung, die. Das ist Arbeit an sich. Wir können ja nicht sagen, jeder, der, es war ja nicht so gemeint, aber selbst die Leute, die bewusst Altherrenwitze machen, die können wir ja nicht aus unserer Gesellschaft ausschließen, sondern die müssen an sich arbeiten, an der inneren Einstellung, die dahinter liegt. So, und das ist nun mal so. Und ich will noch einen anderen, wo wir schon dabei sind, einen anderen Fall aufnehmen. Und es ist ja hier auch ein ähnliches Verhältnis. Sie sind jetzt Frau Teutoberg ist nicht Ihre Angestellte, aber es ist natürlich was anderes, ob man als Chef über... Das spielt aber jetzt will ich auf einen anderen Punkt hinaus, so Rezeptionsbedingungen und Sensibilitäten. Wo Sie da sind, erzähle ich es Ihnen. Obwohl es sich, wie man sagt, versendet hat, will ich es trotzdem mal bewusst ansprechen. Trug sich zu, wir sind mitten in der Flüchtlingskrise. Und es geht um Migration und so weiter, Unsicherheit in Deutschland. Schreibt mir, wird mir, be-
bekomme ich den Bericht den Hinweis, dazu kannst du doch mal was sagen. Dazu musst du in deiner Rede was sagen. Und zwar meldete sich der schwule Mann eines leitenden Mitarbeiters, der aus Südostasien vor Jahren nach Deutschland gekommen ist, hier integriert ist und so weiter. Und wie gesagt, sein Mann arbeitet für uns. Und der sagt, ja, wenn Sie jetzt reden auf dem Parteitag, ich will Ihnen mal aus dem Alltag schildern, hier Migrationspolitik. Ich wohne hier seit Jahren, bin hier super integriert, habe nie Probleme in Deutschland gehabt. Jetzt, seit der Flüchtlingssache von Frau Merkel, wenn ich beim Bäcker in der Schlange stehe, gucken die Leute mich komisch an, weil sie mich nicht einordnen können. Sie haben keine Handlungssicherheit im Alltag. Wer ist das? Seine Konsequenz, die FDP müsste doch mal klar sagen, es ist auch im Interesse der Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland, dass wir wieder eine Ordnung bei der Migration hinbekommen. Da kann es nicht darum gehen, wo kommt jemand her oder welche ethnische Herkunft man hat. Aber es muss klare Regeln geben. Die Geschichte erzähle ich und Sie ahnen, was passiert. Ich habe das damals, wann war das nochmal? Das ist 2-3 Jahre her. Aber Sie ahnen, was passiert. Ich glaube, es war der Zeit, wo ich keinen Twitter-Zugang habe. Ja, es kann sein, dass das Ich habe das irgendwann, glaube ich, nachher mal gelesen, aber mehr nicht. Das kann genau die Zeit gewesen sein. Ich glaube, das war 2018 auf unserem Bundesparteitag, da waren Sie gerade inhaftiert. Aber ich erzähle, wie gesagt, die Geschichte des schwulen Freunds oder Manns, eines Mitarbeiters mit Migrationsgeschichte, seinen Appell, sorgt dafür, dass die Migration in Deutschland geordnet ist, damit die Menschen im Alltag wieder ein Sicherheitsgefühl haben und wir wieder so wie vorher miteinander umgehen können. Und da habe ich gelernt, wenn der die Geschichte erzählen würde auf der Bühne oder ich, blond-grau, die Geschichte erzähle, selbst wenn ich mich auf ihn berufe, wirkt komplett anders. Learning aus dem Shitstorm ist, sowas nie wieder erzählen. Es war gut gemeint, aber plötzlich war ich der Alltagsrassist. Ich meine, nichts liegt mir ferner als Alltagsrassismus. Ich habe überhaupt gar kein Thema mit. Ethnische Herkunft interessiert mich gar nicht. Ich habe selber gelernt, dass ich polnische Wurzeln habe. Interessiert mich gar nicht. Und habe ich gelernt. Und so ist der konkrete Fall auch. Sie sagen freundlicherweise, ja, so schlimm ist das ja gar nicht, was Sie da gesagt haben. Ich habe trotzdem daraus gelernt. Du musst noch sensibler sein. So, weitere Fragen? Ich wollte eigentlich zu Anfang sagen, das hätte ich ja auch gleich gesagt, mit dem Podcast, dass ich das ein bisschen problematisch finde, wenn Politiker sozusagen an Medien vorbei jetzt das Internet als Möglichkeit der direkten Kommunikation. Das ist auch eine Demokratisierung. Bei mir ist ja nun wirklich kein Silo. Ich lade ja auch Dietmar Bartsch an. Okay, das finde ich. Ich habe ja auch nicht abgelehnt. Ich habe Ihnen nur gesagt, ich finde das, dass ich das ein bisschen problematisch finde. Punkt. Und Sie wissen natürlich, wenn ich da im Gedanken habe. Es hieß mal, the revolution will not be televised. Dann hieß es, it will be downloaded. Aber jetzt muss ich sagen, okay, der nächste Weltkrieg, der wird wahrscheinlich auch erst, wenn es dazu gibt, oder der wird getwittert werden, wenn das mit der US-Präsidentschaft so weitergeht. Und das finde ich, tatsächlich, weil die Medien haben ja nicht im Ernst, das mit dem Weltkrieg ist natürlich Quatsch, aber die Medien heißen ja nicht umsonst als vierte Gewalt, als Kontrollinstanz, die ihrerseits auch untereinander, sowohl gegenseitig als auch die selbstgewählten Kontrollinstanzen, die natürlich auch einer Kontrolle unterliegen und natürlich auch der Kontrolle durch die Leser. Aber die Medien haben ja natürlich die Aufgabe, das brauche ich Ihnen nicht zu erklären, das ist nur der Hintergrund, weswegen ich frage, Politiker zu kontrollieren, natürlich ihnen auch die Möglichkeit zu geben, sich an die Bevölkerung zu wenden. Daher kommt ja der Begriff Medien, aber dort halt auch nicht ungefiltert, weil dem Politiker ein Mikrofon hinstellen, damit der was erzählt, das machen auch Journalisten, sogenannte in Weißrussland oder der Türkei. Mhm. Das ist ja kein Journalismus. Und das ist die Aufgabe von unabhängigen Medien und dadurch durch die Möglichkeiten des Internets, dass dann auch Politiker sehen, ich brauche ja keine blöden Fragen stellen zu lassen, kann dann direkt an die Leute sprechen. Hugo Chavez hat 8 Stunden geredet, sensationell. Herr Yücel, wir können Aber wenn Sie sagen, wenn Sie auch Herrn Bartsch hier einladen. Ich habe bis auf Grüne überlege ich gerade, doch, Luisa Neubauer ist ein grünes Mitglied. Ich habe von allen politischen Farben hier Gäste, Leute, die mir widersprechen. Mal ist auch ein Wirtschaftswissenschaftler da, der mir zustimmt. Also ich mache keine Silo-Kommunikation, sondern ich hole spannende Leute rein. Ich finde es aber trotzdem gut, weil ich glaube, dass wir an manchen Stellen in Deutschland ein Problem mit der inneren Medienfreiheit von Redaktionen haben und die Pluralität der Meinungen
nicht überall offen so breit ist. Und deshalb finde ich es einen ganz guten Zusatzakzent, dass man auch nochmal selber was senden kann. Das finde ich gut. Wobei ich glaube, da meiner Zeit ist da, glaube ich, nein, die Welt, klar. Dass Sie von der Taz kommen zur Welt, zeigt, Springer und die Welt haben echt eine Meinungsbandbreite. Ich bin nicht der Erste, ich bin bei weitem nicht der, ich bin auch nicht der Einzige weit in der jetzigen Weltredaktion, der einen Taz-Hintergrund hat. Ich glaube nur, dass ich auch sonst, auch wie ich heute schreibe, was ich heute schreibe, dass es nicht das ist, was klassischerweise die Welt ausmacht. Und ich glaube, an dem Punkt, in anderen Sachen sind meine Zeitung, vielleicht andere Zeitungen sicher auch voraus, aber ich glaube, an dem Punkt, was inneren Pluralismus anbetrifft, steht die Welt nun wirklich nicht so schlecht da. Teile ich. Glaube ich. Und mit dieser Gemeinsamkeit und diesem optimistischen Blick sage ich ganz herzlichen Dank, es war super. Herr Lindner, ich fand es auch super und vielleicht haben Sie da Ambitionen, vielleicht müssen Sie demnächst sich auch umorientieren beruflich, also ich finde, Sie machen das sehr gut, aber wenn ich Ihnen das auch nochmal sagen darf, wenn Sie da weitermachen möchten, dann müssen Sie Quasselstrippen wie mich mehr enger in die Mandeldecke nehmen. Nein, das soll ja hier so sein, Sie sollen ja den Raum haben. Ne? Also, aber keine Angst, ich will schon weiter da drüben mitmachen. Okay, ja. Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.